Wir starten rein. Knife Round auf Mirage, um die Seitenwahl auszuloten. Ja, scheinbar eine AFK. Das ist aber nicht die feine englische Art. Ja, Sia war es, glaube ich. Ja. Warum? CS broken. Also, Knife Round wird wiederholt. Damit wir entsprechend natürlich ein 5 gegen 5 fair ausspielen können. Ja, Sympathiepunkte an Mega Geil. Weil Mega Geil. Mega geile Fairness hier am Start. Oh, fünfter Mann fehlt immer noch. Wir müssen also weiter warten. Uni ist RIP, die sollst du bekommen. No Pro. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da bist du, glaube ich, falsch. Ah, er ist noch da. Siehst du? Der wird doch dreist gelogen. Warum Kabel gespielt wurde, weil es noch die alten Regeln sind mit altem Map-Pool. Gute. Mach's gut. So, jetzt aber. Messerrunde auf Mirage, schießt damit entsprechend allen 10 Mann, die anwesend sind. Kein Game Crash, kein AFK-Kader und hoffentlich eine fairen Messerrunde. Das ist das Upper Bracket Finale, lieber Ergo. Ja, und das sieht eindeutig aus. Ja, Mixen Academy mit der Qual der Wahl. Stay oder Switch. Sie bleiben beim Stay auf der City Side. Somit geht's los. Erste Runde auf Mirage zwischen Mixen Academy und Mega Geil. Mega, mega, mega geil. Ich sehe, dass. Ja, die eine Kamera ab und zu ein Problem hat, aber kein Problem, denn wir haben ja Counter-Strike. Smoke Kit bei Sia. Na, dreimal Kevlar mit Doppel-Smoke, Doppel-Flash und einem Molotov bei Midnight. Ja, BMLN. Offensiv in Apps. Auf kurz, Sir. Bustrex guckt in Richtung Palace. Ah, sie haben insgesamt ein paar offensivere Positionen. Mixen Academy. Nur muss BMLN aufpassen. Denn hier kommen gleich 2, 3, 4 Mann in Richtung Apps. Na, Granatenfixpunkte in der Hand. Erster Smoke, zweiter Smoke. Und er kann viel Schaden machen. Er kann hier wirklich... Oh, da kommt er direkt. Slunix raus, instant so Richtung Spot. Ersten Mann droppen runter auf kurz. Sura bleibt defensiv. Bin er mit zum zweiten. Guckt mal Richtung Apps. Weiß on spot. Könnten sie bereit sein. Für den dritten reicht's nicht mehr.
Aber die Überzahl ist rausgeholt. Einmal Advantage für Mixen Academy. Midnight, Dustin und Niso. Kommt jetzt Zeit über kurz Zeit über Kitchen. Smokes liegen gut. Hab ein paar Sekunden gekostet. Dustin, Niso immer noch auf 70, auf 30. 2 gegen 4, 1 gegen 4. Und das schaffen sie nicht mehr. Mit Kids und 4 Mann um die Bombe rum heißt das Erfolg bei Mixen Academy. Direkt die Scouts. 3 Rifles. Oh, und mega geil, Forst rein. 5 SMGs. Nein, 4 mit CZ bei Slunix. Wir haben 2 Smokes, 3 Flashes. Wieder BLMN mit einer ersten Nate. Oh, und die macht richtig gut Schaden bei Midnight. Man wartet. Zero will Infos holen. Flashbang ist gut. BLMN blind. Gibt einen, keinen zweiten. Und Überzahl für mega geil. Das sind Kitchen defensiv. Ja, sie haben ein bisschen Schaden eingestellt. Deswegen muss mit der Offensiv auf kurz gehen. Da irgendwo versuchen, vielleicht ein paar Infos zu ziehen. Sia hat die nicht crossen sehen. Und trotzdem schaut er in die Ecke rein. Noch sieht die Smoke, bekommt den Hit auf 20. Ah, Scoutshot sitzt nicht. Unterzahl mit 2 gegen 3. Kurz steht, Kitchen kommt raus. Die Granate findet hier nicht, 14 AP. Und dann ist Sunix raus. Midnight muss abliefern. Und wieder sind es Mixen Academy mit dem Gewinn der Runde. Bomb kann defused werden. Wir haben entsprechend ein 2-0-Spielstand. Jetzt heißt das natürlich sparen, denn nochmal rein zuvor ist natürlich ein bisschen sinnfrei. Man braucht endlich die AKs, denn man scheint mit Pistols nicht so ganz die Überhand gewinnen zu können. Auch nicht mit SMGs in der zweiten Runde, wo man versucht hat. Und gerade mit AKs kann man sich natürlich einen guten Vorteil erlauben für Long Distance. Deathrun mit ein paar ersten Infos in der Mitte. Hat keinen gespottet. Zero sieht noch keinen durchcrossen. Da unten steht Midnight. Oh, unter Window. 13 HP bei Deathrun. Instant Doppel-Molotov Richtung Underwindow, Richtung Connector. Da kann keiner durch. Immer an der Rampe. Da kommen sie langsam. Versuchen rauszulaufen. Bustrex. Ja, Deathrun. Oh, ein paar wichtige erste Infos. Versuchen es ein bisschen offensiver. Gerade gegen die Pistols müssen sie aufpassen. Die Deagles können wehtun. Auch wenn sie bislang nur Schaden im Window gegen Deathrun gemacht haben. Royal. Mit Dustin. Ah, und dann zeigen sich die Rifles. Bustrex weiß Bescheid. Niso Sandwich. Das war's dann. 3-0 Start. Gut. Willkommen für Mixen Academy in dieses Best of One. Erste Ballround. Mega geil. Mit AWP. Mit AKs. Vielen Granaten. Tich Kevlar. Helmen. Fire Royal brennt an. Bekommt eine erste Nade ab. Sia. Bustrex. Und die Flash ist gut. Oh, die waren so blind. Überzahl. Mixen Academy. Slunix. Midnight. Niso. Versuchen es in Richtung Mitte über Upper, Mid und Underpass. Sir im Window. Ah, Kids. Vorsicht. Granate wird einfach gespottet. Und switchen erstmal auf die M4. Währenddessen wir jetzt den 3 gegen 3 haben. Jeweils angeschossene Spieler auf beiden Seiten, die aber Slunix und Niso beide disablen können. Und das ist BLMN. Mit der M4, ist nicht gespottet, 30 HP, muss nachladen, könnte eine Shot sein, kommt einfach pre-Fire um die Ecke rum.
runter auf 46, switcht auf die Arc, hat noch eine Flash hinten dran. Close Distance steht Niso, der angeschossen auf 3 HP ist. Erste, zweite Flash raus, Niso in der Ecke, Midnight mit der Orb, das Ganze etwas offensiver, hält so ein bisschen die Flanke. Ja, BM zum ersten. Midnight mit der Orb, defensiv. War bisher nicht gezeigt, hört die Steps close. Und die Bombe liegt offensiv, fällt hinten in defensiv am Default Plant und Midnight hat Zeit. Und endlich gibt's den ersten Erfolg für Mega Geil. Schafft man es anzuknüpfen. Oder aber geht diesmal auch die AWP von Devran auf. Es gibt die Arc für Sia, 2 Kits, ein paar Granaten. Mit denen geht man erstmal sparsam um. Und BLMN, Zer, doppeln die Mitte. Gibt es auch die erste Flash rein. Midnight, Niso. Nächste Flash in die Box. Dann machen wir hier rumziehen. Richtung kurz, Richtung Mitte. Aber da kommt da unten. Oh, BLMN mit einer richtig guten Position. So, schafft's nicht gegen die AK. BM ist bekannt, unten an der Pass, läuft man aber erstmal zurück. Dustin eine Chance vertan, trotzdem ist die Überzahl rausgeholt. Und Mixen Academy scheint hier große Probleme zu bekommen. Deathstrike, Apps, Bustrikes raus. Das ist ein 1 gegen 4 mit der AWP, die Bombe. Natürlich kommt jetzt in Richtung A-Spot, denn den hat bereits Niso geklärt. Devran. AWP, Kevlar, Kids. Ah, der Rest hat kein Geld auf der Bank. Kein Geld. Und somit heißt das erfolgreiche zweite Runde auf dem Konto von Mega Geil. Schafft, das AWP durchzubringen. Kitchen kommt, hinten steht. Oh, hat sich verraten. Midnight ist da mit der AWP. Aimt bereits länger ab. Und Devran weiß, er kann hier eigentlich nicht beacon. Aber schafft es trotzdem noch. Gibt die erste Nade Richtung Apps. Kurz wird genadet. 50 HP runtergeschossen. Und dann Niso. Uiuiuiuiui. Mit einer schönen Prediction durch die Smoke. Pistol Ikarot. Eine Flash in die Mitte. Bustrikes. Sofern sie über kurz vielleicht die Mitte angehen wollen. Aber Dustin pusht da offensiv Apps raus. Wird direkt gedoppelt, getrippelt, geviertelt. Und dieser schnelle Execute auf B hat sich erledigt. Sie schieben natürlich Richtung Mitte, Richtung T-Spawn. Wissen, A sollte frei sein. Nur wie schnell schiebt Mixen Academy rüber auf den A-Spot? Sie haben eine Mac 10. Sie haben eine Smoke, eine Flash. Ja, und Midnight bleibt mit der MP5 mit der Smoke, behält also 3 Spieler dort auf dem B-Spot. Bustrikes mit der CZ. Ja, unten Rampe stehen sie schon, er schließt sich erstmal nicht zu pieken. Und sie lassen sich Zeit. Mega geil. Bustrikes, Close Distance. So, das kann aufgehen. Wenn er hier das Lunix und Royal rausnehmen kann. Jetzt gibt es die erste große Flash. Bustrikes ist laut, währenddessen der B-Spieler raus. Es gibt eine zweite SMG. Und die erste Pop-Flash von Bustrikes. So, die ist gut. Aber schafft sie, sie auszuspielen. Devran, hoch über Stairs. Bombe droppt rein. 30 Sekunden, macht noch gut Schaden. Zumindest holt wichtige Infos, damit jetzt aus dem CD-Spawn eventuell sie hätte nachziehen können. Die Doppel-SMG. On spot, die AK. Oh, aber keine Chance. Die Rifles machen das gut. Und wir haben den Ausgleich auf ein 3 zu 3.
Beide Seiten in der Byron mit AWP. Eine AUG wieder bei Sia. Dafür nur die Smoke in der Hand. Kein Kit, kein Headkevlar. Bei Nixon Academy. Sia im Connector, Devrin in der Mitte im Window. Da liegt erstmal die erste Crossmog. Wird aber nicht genutzt. Devrin. Ah, Pandas kam die erste Flash rein. Ja. Lässt ihn durchlaufen. Gut gemacht. Erster Fall herausgespielt. Dustin kommt ebenfalls Rampe raus. Muss man aufpassen. Immer noch steht da Devrin mit der AWP. Der ist blind, schießt ein bisschen zu spät rein. Im CT-Spawn wartet Bastet. Währenddessen er durch die Box durch den Headshot fängt. MLM, der erste Flash. Oh, geht sich nicht um. Nie so blind. Mussten sich entscheiden. Smoke rein, Flash rein, Connector. Das der mit dem schönen Hit. Die Unterzahl immer noch allgegenwärtig. Treffen, Bustrack, Sur. Flashen sich Richtung Spot 3. Mit dann gesehen worden. Das den in der Smoke. Man weiß, es ist ein Spruch vorm Connector. Und den kann Bustrack ganz einfach abholen. Eins. Gegen 3 Unterzahl. Ja, die Zeit ist vorbei. Das reicht nicht mehr. Man schafft es nicht, in Führung zu gehen. Muss nur dranbleiben. Denn auch Mixed Academy braucht jetzt entsprechend die Runden. Die Anschlussrunde. Beide Seiten mit hohem Risiko. Ah, maximal $2000. Hier wird nur 1100. Erster Vorteil. Durch eben 1 HP bei Slunix. Sir. Schaut mal ruhig Richtung Window, während man sich aufteilt. Drei Mann vor B, um vielleicht so ein bisschen zu faken. Royal vom A-Spot. Niso hat die Smoke für B, um vielleicht einen Fake zu spielen. Devrin mit der AWP auf die Long Distance. Frage, lässt er sich beten? Nein, nie so. Geht ein hohes Wagnis ein. Beide Spieler raus. Bombe down unten an der Rampe. Slunix schnappt sich erstmal die Arke. Nur Midnight und Dustin müssen jetzt aushelfen kommen, denn sie sind in der 3 gegen 5 Unterzahl. 30 Sekunden auf der Uhr. CT steht am Ticket Bumstrike. Sia defensiv on spot und immer noch Sir, der kurz das Ganze abaimt. Und das gibt man sichern. Und somit heißt das Anschlussrunde für Nixon Academy. Nur die Sache ist die. Mega geil. Hat's mit der ersten Byron ein paar Runden gut gemacht. Nun so langsam scheint man da die Kontrolle zu verlieren. Spart sich ein bisschen Geld. 2000, 0950. Slunix. Jetzt der 4-Mann-Go in Richtung A-Spot. Vielleicht können wir das in der Mitte ein bisschen aufräumen. Schauen, ob man da vielleicht mit ein bisschen Glück den ersten Entry ziehen kann, ein bisschen Verwirrung stiften kann. Bustrax, Sia. Oh, jetzt kommt Rampe Reich Royal raus mit der Deagle. Die Long Distance. Oh, kriegt er nicht hin.
Nicht mal ein einziger. Instant die Flash hinterher. AWP ist blind mit etwas abbrechen. Piekt nochmal rein mit der Orb. Trifft den Shot gegen Bastrax. Und muss da raus. BMMN mit dem Molotov nicht. Palace ganz aufgehalten. Bombe ist down. Sie müssten oben den Molotov-Schaden in Kauf nehmen. Das können sie nicht. Sie sind bereits in der Unterzahl. Dürfen also keinen weiteren Schaden einstecken. Niso. Auto-Shotgun. Abgesiegt. Entschuldigung. Das steht auf mit dem guten Spraydown. Und jetzt haben wir ein aussichtliches 3 gegen 3. Bombplants geht durch. Bastrack nimmt noch ein bisschen Schaden. Slunix auf 50. Und dann kommt Defren von Kurz. Dustin Niso. Was macht man? Palace, Connector. Oh, gerade Connector, den Defren ja eigentlich sicher schätzt. Muss er reingehen, mal kurz undefused. Niso lässt sich davon baiten. Oh, beide sind bekannt. Trotzdem ist der Schaden gut. Zur mit 36. Das reicht nicht. Und die spielen das richtig stark aus. Huiuiui. Ich dachte eigentlich, dass man hier die Führung weiter ausbauen kann, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Diesmal viermal Aufruf in den A-Spot, Smogs etc. im Anschlag. Fixpunkte werden anvisiert. Gibt die erste Mitte Smog. Sia, Defren doppeln das Ganze. Ah, und Bastrax zieht sich instant zu. Ich hab die Scouts auf die Long Distance. Kommen auch hier die Granaten rein, Smokes, Flashes, Molotovs, entschließt sich nicht zu schießen, noch hinterm Ticket zu bleiben und sieht hinten ganz viel rauslaufen. Defren, Molotov geht nicht auf, schaut mal, Close Distance mit der AWP. Huiuiui, so, sieht die Füße, kann einmal traden, mit 140, Royal auf 30. Und jetzt muss man aufpassen, dass man das im 4 gegen 4 mit dem HP vorher noch irgendwie ausspielen kann. Gibt eine Smoke Richtung Palace. Ah, Sia, close an der Stairs, Default steht, Rampe und dann entschließt sich Slunix einmal komplett zu schieben. Molotov dodged up, trotzdem ist Royal raus. Slunix immer noch auf 80, unten Rampe gespawnt worden. Midnight duckt sich da und jetzt muss Slunix schnell machen, denn er muss aus dem Connector aushelfen und da steht Sia mit der M4, defused mal kurz in den Smoke an. Und da kann auch Midnight nichts mehr tun. Siebte Runde, na dann an der 8. an der Halbzeitführung. Währenddessen mega geil, noch auf der 4. hängt. Und geldtechnisch, das Ganze sehe ich ein Wagnis. Ja, sie kaufen auch 2, 2, 3. Haben natürlich beide AKs, Eagle, Punto 50, CZ. Versuchen es wieder mit einem kleinen Fake in Richtung A. Vielleicht kann ja Midnight da einen Entry ziehen. BMM. Ja. Oh, großes Risiko. Da hinten zu lunken, das steht. Aber die Shots fliegen erstmal an den vorbei. Und dann gibt's so den ersten Vorteil. Uiuiui. Molotov geht auf. Smoke ist weg. Die AK können sie erstmal nicht recovern. Dafür den Bussen rein in Richtung Jungle. Oh, Dustin bekannt. Royal bekannt im Connector. Und Sia muss aufpassen. Sia muss höllisch aufpassen. Zieht sich erstmal komplett defensiv zurück. Kein Wagnis eingehen. Und Bastrax hat so eine gute Position. Midnight. Los! Schön abgamed. Überzahl verdoppelt. Auch wenn der Schaden gar nicht mal schlecht war. 40 Sekunden. Close Distance. Kommt Roy mit der P250 im CT gegen die AK von Sia. Und der ist bekannt. Wir wissen, wo er steht. Er versucht so ein bisschen gegen den Headshot-Posi, die feiern. Oh, die Flash ist gut gewesen. Hat zwar die P250 gereicht. So, Defren. Und kein Rücklag. Maximal 2,7. 1,9, 2,4. Das heißt also Waffensafe. Das Ganze durchbringen, so gut es geht.
So. Lang noch beide am Leben. Kommt noch mal nie, der gerade an der Posi vor ein paar Runden das letzte Mal rausgenommen hat durch eben einen schnellen Stamm, schnellen Jump. Nicht Stampf. Der Ausgleich wieder relativ nah. Damit muss man schauen, dass man das Ganze abwehren kann. Force Buy. Alles investiert. Ein paar Rifles, ein paar Granaten. Um da vielleicht noch eine Chance zu haben gegen die Byron. Schon mega geil. Bustrack, sie ja, Close Distance. Oh, da ist eine Gap in der Smoke. Oh, wenn er die Gap nicht sieht. Oh, sie ja. Es gibt keine Flash rein. Die Smoke faded, er versucht zu freestyle, aber es reicht nicht. Bustrack ist auch Close Distance mit der Farmers. Aber keine Chance. Deferent brennt an, guckt Richtung Palace, blitzschneller AWP-Shot. Dann pusht man einfach Close durch, das dann ist bekannt. Close gibt's die Smoke rein, so in der Mauertoffe in Richtung Default, Bombe offensiv gelegt worden, aber hinten, da brennt Lunix runter und drückt trotzdem noch eine Wahnsinns-Headshot gegen Sir. Das 6-6 ist geschafft. Der Ausgleich. Für mega geil. Pistols only. Deagle, Doppel P250. Was kann man damit erreichen? Schafft man's bei WML vielleicht für Long Distance? Nein. Oh, der Friend ohne Glück. Bustrax ebenfalls. Mit nur ein bisschen Schaden gegen Lunix. Erster Train sitzt. Palace ist sauber. Ne, unten aus dem Underpass. Ja, kommt keiner. Trotzdem ist das dann auf Short. Das heißt, darüber können sie erstmal nicht wirklich über B kurz versuchen, einen Retake zu starten. Sie können sich erstmal die AK sichern. Das wäre eine Option. Vielleicht gibt es ja noch eine zweite. Vielleicht gibt's ja noch eine zweite. Bomb has been planted. Sie hoffen auf Exit-Fracks, aber kurz ist frei. Insofern das in die Info abgibt, natürlich kommt der Rest auch wieder mit über kurz zurück in Richtung Mitte. Und es gibt aktuell keine Exit-Fracks. So, piekt rein, versucht es nochmal übers Window. Oh, da stehen sie. Aber wird abgehängt. Führung mega geil. Byrons Nixon Academy. Oh, und sie müssen jetzt aufpassen. Sie haben jetzt schon viele Runden am Stück wieder verloren. Gerade wie am Anfang dieser ersten Halbzeit. 3-0 geführt, 3-3 Ausgleich. Ja? Dann 6-4 geführt, dann der 6-6 Ausgleich. Und jetzt sogar zum ersten Mal die Führung für das Team rund um Niso. Breiter Aufbau Richtung Apps. In Richtung Underpass, als auch Richtung Rampe und Palace, die Mitte erstmal offen gelassen. Aber da merken sie ja davon, dass da erstmal nichts kommt. Keine Granaten, kein gar nichts, kein Rantasten, keine Steps. Royal, Doppelbox, verrät sich, Niso als Backup hinten dran. Kein Schaden. Ah,
Jawohl, jetzt aber Defron. Schön reingepiekt. Oben auf dem Holster. Fast Tracks. Sia. Immer noch versiert in Richtung Rampe und Palace. Aber jetzt kommt Midnight. Na, unten Richtung Connector könnte sich vielleicht Sia schnappen. Und damit die Rotation so ein bisschen vom B fordern. Oh, und der One-Click hat's in sich. Man forst trotzdem keinen Verschieber vom B-Spot. Und das bei 20 Sekunden. Die Bombe oben in der Mitte. Oh, das wird knapp. Das wird richtig knapp. Sie, hört die Steps im Connector. Molotov, die Granate geworfen. Die Flash ist raus. Und da kommt noch mehr. Jetzt eigentlich rumziehen. 8 Sekunden. Slunix aus dem Connector. Trifft den Shot. Die Zeit ist vorbei. Das war's dann mit der 8. Runde. Die Erstverführung, die muss warten. Doppel-Molotov. Sie, im Connector muss raus. Ah, direkt die Smoke rein. Sie wissen, dass er irgendwo Richtung Stairs stehen muss. Dustin, Royal. Und den ersten Entry im Window. Jetzt direkt den Boost rein. Währenddessen von Kurz, Sir und BLMN vielleicht den Trade sichern könnten. Dustin. Und der hat eine gute Pose. Denn wenn er jetzt Kurz oben drauf den Spieler sieht, aber was er nicht tut. Überzahl. Kann er beibehalten. Niso. Im Sandwich. Slunix schiebt mit der Bombe. Und hinten wartet sie hier. Hält den Cross. Hält Palace und den Cross in Richtung. Und er weiß, es ist nichts durch bisher. Gar nichts. Gibt den ersten Molotov. Der erste Flash. Die ist gut. Er brennt an. Im Connector steht so, der ebenfalls ein bisschen damit hilft, damit sie hier in Richtung CT-Spawn schieben kann. Und man vielleicht. Aber nur vielleicht. Bombe offen gelegt. Ah, ist ein schöner Schachzug gewesen, mit der Smoke da zu arbeiten. Gibt eine Flash rein, der Molotov Richtung Default. Versuchen ein paar erste Stellen auszuschließen. Immer noch Flash. Ja, nie so angeschossen. Jetzt kommen sie. Alle drei runter auf 28, 48, 46. Am Ende aber ist es der Defuse, der zählt. Und somit heißt es 8-7 Führung für Mix in Academy. Bislang ein starkes, ausgeglichenes Match. Beide Seiten mit guten Phasen, in denen sie viele Runden gut machen konnten. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal, ob man in der zweiten Halbzeit nach einer kleinen Pause gerade für die Pistol Round, ja, für die kommende Pistol Round eine Special Strat sich überlegt. Oder ob man hier bei der Default-Taktik bleibt. Beide Seiten ready. Smoke, Doppelflash bei Mixin Academy. Smoke, Flash, Molotov und Kit bei Mega Geil. Und der schnelle BX wieder einfach durch. Der Molotov macht guten Schaden. Oder müssen sie aufpassen? Der erste Mann verbrennt. Bustrax ist raus. Slunix nie so mit den Pistols. Close zum zweiten Vorteil. Ah, es riecht nach Ausgleich. Es riecht nach einem 8:8. Die haben auch Smoke. Aber sind gesehen worden. BLMN ist bekannt. Unten warten Royal, Slunix. Das gibt schon eine erste Rotation von Niesel zurück auf den B-Spot. Man wartet. Man wartet auf die Infos.
Und die kommen nur ganz langsam. Ja. So, Kitchen steht, Spot steht, Richtung Bank. Oh, die USPs, die machen so einen starken Schaden. Ah, wir hören's, die Jungs freuen sich. Pistol Rounds, ohne auch nur einen einzigen Verlust gewonnen. Das kann sich sehen lassen. Fünf Deagles gegen bereits die Doppel-MP, Triple-Rifle. Ja, Mitte offen gelassen, größtenteils. Nur defensiv aus dem Connector, aus dem Window gehalten, Richtung Kurzcross. Damit man sich auf B komplett in Richtung Apps orientieren kann. Aber der erste Vorteil geht an Midnight. Das denn wartet. Genau, wie Midnight und Niso, der mal vom Ticket den Blick auf den Connector wirft. Ja, den ersten Shot abbekommt. Auf Kurs gibt es den ersten Trade, aber Royal ist da mit der SMG. Sir, DLMM, gutem Schaden, aber für den zweiten Frag reicht dann nicht mehr in der Anti-Eco. 2000 bis 2750 auf der Bank. Na, vielleicht haben wir eine Chance, ein paar Pistols zu investieren. Vielleicht eine Deagle, eine 50, eine Flash. Könnte durchaus worth it sein. Vielleicht diesmal mit einem kleinen Fake, mit den Randtasten Richtung A-Spot oder eben den Split. Chance bekommen. Royal, immer noch auf kurz. Hat Nuki bisher nicht gespottet. Da steht Sia, der erstmal keinen Shot absetzt. Bustracks an der Rampe. Oh, die Füße gesehen, nie so. Und man schiebt. Vor der Mitte, zurück. Und weiß, sie stehen am Spot. Sie stehen hinten an der Doppelbox. Mit Niso, Dustin, Midnight und versuchen es unten über die Rampe. Midnight close mit der MP9 und nein. Wir hatten mal wieder ein kleines Netzwerkproblem und wurden deshalb vom Server geschmissen. Müssen also neu connecten. Ich muss mein Spiel neu starten. Sehr schade. Ja, aber insgesamt auch hier wieder. Knappes Ding, knappes Match auf Augenhöhe. Und wir müssen warten. Leider. Es ist, ich kann es immer wiederholen, das erste Mal überhaupt, dass auf der GSH so gravierende Netzwerkprobleme vorhanden sind. Klar, es ist anstrengend, nicht nur für mich, auch für euch, für die Zuschauer, ganz klar, dass wir da so viel einstecken müssen. Aber es ist, wie es ist. Wir können nichts dran rütteln. Es ist Obst im Haus. Oh Gott. Warum werde ich nur unprofessionell? Ich weiß es nicht. So, ich connecte wieder. Wir schauen mal, wie es aktuell steht. Ob sie es geschafft haben, in der Pistol Eco zu gewinnen. Ich gehe mal von einem Nein aus, denn klar, gegen Rifles und SMGs. Mit Pistols hast du nicht wirklich viele Chancen. So, es steht 8 zu 10. Wir gehen rein in die erste Buy-Round von Mixen Academy. So, langsam Rampe raus mit dem ersten Entry. Royal rausgenommen, nie so. Oh, switched auf Underpass auf den Connector und im CT spawns Lunix. Mit dem für den Default Plan zu stoppen. Dustin in der Rampe gespawnt worden. Es gibt zwei Entries in Retake. Und die können Wunder wirken. Defra mit guten Schaden gegen Niso. Niso auf 15 AP ist weg. Es
Lunix. Dusty müssen abliefern. Rampe, guter Schaden gegen Bustrax, aber es reicht nicht ganz, um ihn zu finishen. Aber die AKs. Deutlich stärker. Deutlich, deutlich stärker. Wir kommen wieder in Richtung Ausgleich, in Richtung 10 zu 10. Und sie brauchen die Abschlussrunde. Nixon Academy muss dranbleiben, denn dann haben sie nächste Runde gegen Kiss und Eko ein relativ einfaches Spiel. Nie so schöner ABP-Peak in der Mitte. Erster Vorteil ist gesetzt. Überzahl herbeigeführt. Dustin. Na, könnte die Steps in der Mitte. Smoke liegt. Die könnten über kurz versuchen durchzugehen. Aber da liegt erstmal der Molotov von Royal. Versuchen ebenfalls aus dem Palace mit Bustrax rauszukommen. Hat eine minimale Gap in der Smoke. Ah, die könnte gar nicht kleiner sein. Schaut mal Richtung Jungle, Richtung Stairs. On Spot steht immer noch Midnight. Kann sich da erstmal erfolgreich die Leiter runter sneaken. Eins. Und der Austrade ist abgewandt. Kein 10-10, sondern wieder zwei Runden Führung für Mega Geil. Und so langsam scheint Mixen Academy zu schwächeln. Deswegen gibt es erstmal eine Pause. Eine taktische Pause. Kurz Zeit, um uns aufs Scoreboard einen Blick zu werfen. 20-12, Defron. Trotz zwei Runden Defizit. Mit einer guten KD. 12, 11, 10 der Rest. Und Zur mit 7 noch gar nicht richtig drin. Genauso wie Slunix mit 7, 13. Identische Stats, nur ein Punkt mehr zu Zur. Und noch hier 18, 16, 12, 11. Also immer noch beides ausgeglichen. Pause vorbei, Schulterzierung vorüber. Pistol, Eco, Doppeldiegel, P250, schneller Arsenal über den Connector. Und da stehen sie. Midnight, hinten mit Dustin, links, rechts. Die Pistol sind erstmal komplett Midnight. Ein Entry, zwei Trades, ein 3 gegen 3 und Defron steht close mit der Glock. Darf dann nicht zu greedy reingehen. Oh, der Molotov forst ihn raus, sonst verbrennt er. 50, 75, 4, Bombe für kurzgelegt Royal, schließt sich nicht zu prefiren. Erster Molotov in Richtung Box. Silix mit bei. Flash. Smokes, pusht Richtung Spot, brennt ein bisschen an. Defron, oh, jetzt hinten Jungle raus mit einem guten Timing. Und wenn er beide im CT abholen kann, wäre es perfekt, aber Slunix riecht das. So, BLMN hat eine Gap in der Smoke, die Shots gehen nicht auf, der Defuse ist durch. Hat sich da ein bisschen verkalkuliert. Und konnte den Defuser nicht rausnehmen. Es geht um den Einzug ins Finale der GSH 2018-2. Mega geil mit drei Runden Führung. Jetzt natürlich als erstmal gegen die AWP von Defron spielen und der piekt oben in Richtung Apps, wo sich Royal fast gezeigt hat. Aber es gibt den Boost hinter der Box. Oh, die Posi wird sehr selten gespielt und ich glaube, da haben sich die Teile von Mega Geil auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht. So, mit einer ersten Smoke und einer ersten Flash in den Connector rein. Nie so etwas.
defensiver mit der ersten Smoke Richtung Ramp. Dafür pusht Midnight offensiv den Palace. Und das ist eine wichtige Ausschlussinfo. Denn so wissen sie, okay, Mitte haben wir offen gelassen, aber Palace ist sauber. Womit müsste es ja eigentlich theoretisch in Richtung B-Spot gehen. Fast Tracks mit einer ersten Flash Richtung A-Spot. Aber man hört keine Steps. Gar nichts. Und das ist fatal. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ja, sie trauen dem Braten nicht so ganz. Dann haben sie Glück. Beziehungsweise ein richtiger Riecher, dass sie hier nicht einfach in Richtung B committen. Sie haben so einen Connector. Sie haben Bus Tracks an der Rampe. Nur der Palace, der ist infiltriert worden. Von Mega Guy. Und Niso hält den Jungle defensiv. Sie geben ihnen also extrem viel Platz. Hören jetzt viele Steps auf dem A-Spot. Und die Info haben sie. Alle Mann schieben rüber. Midnight bereit, falls zum Flash oben Richtung Palace kommt. Mal unten rauszuschauen. Bombenblitz kann er nicht denyen. Sia. Schön gesehen. Und immer noch Zur hinterm Jungle-Eingang. Dustin. Oh, traut er sich rein, ist die Frage. Man weiß, der A-Spot ist eingenommen. Man weiß, die Bombe liegt. Dustin. Er hat eine Flash. Er hat eine Smoke. Sneakt sich einfach durch. Und das ist ganz einfach für Zone, für Deathrun. Hinten aus dem Connector mit der AWP. 10 AP angeschossen. Nächsten Zug gegen 3. Können sie ausspielen. Sie haben noch zwei Defuse, aber keine Granaten mehr. Keine nächste. Die Bombe tickt und tickt und tickt. Und sie haben keinen Fokus auf den Jungle. Und das muss man abbrechen. Das schafft man nicht mehr. Kevlar, Kit, M4 sichern. Man braucht jetzt alles an Equipment, was man irgendwie sichern kann. Geldtechnisch nichts waren. Nahezu gar nichts. Niso hat 5000, Forst die M4 mit rein, der Rest wird Pistols, Kevlar, Triple Deagle. Viermann A-Holz. Währenddessen alleine Midnight mit der Deagle auf B steht. Und da haben sie beide Rifles auf dem Spot. Gibt die ersten Spots zu beiden Rifles. Bisschen Glück zu haben. Ja, bislang kein großer Schaden ausgeteilt. Ja, die Bombe mit Zur kommt langsam Richtung B-Spot. Ja, dessen Midnight, der immer noch defensiv an der Bank steht. 60 Sekunden sind überschritten. Gibt es spät. Ganz, ganz spät. Die ersten Defensivgranaten. Deathrun. Und jetzt gehen sie auf den B-Split über kurz, über Apps. Midnight muss das Ganze schnell weitergeben. Jetzt nochmal noch drauf, die Infos haben sie. Nur die Rotation kommt spät. Und Midnight, wenn er hier ein, zwei Frags setzen kann, zwei Deagle-Klicks. Oh, das wäre perfekt. Der erste sitzt, der zweite. Midnight, komm noch einen dritten. Das wäre es gewesen. Aber der Schaden ist gut. Überall rausgeholt. Und das mit nur noch zwei Rifles als Backup. Slunix. Niso, 4P, oh, die Nade ist gut. Doppel-Deagel M4 aufnehmen. Die haben ein Kit. Und immer noch mit Molotov bei Dustin. Wir gucken beide. Uiuiuiuiuiuiui. Deathrun. Impressive. Sehr impressive. Da haben sie Glück gehabt. Da haben sie richtig viel Glück gehabt. Dass da Midnight nicht mehr als zwei Frags gesetzt hat. Denn ansonsten wäre die Runde verloren gewesen. Diesmal A-Rampe Push. Einfach durch und die Steps, die hört Bus Tracks. Deswegen geht's wieder schnell auf B. Einfach durch. Einfach drauf da. Ja, sie pushen die Mitte, teilen sich auf. Defensiv die Mitte halten und langsam in Richtung B-Apps. Und Bus Tracks könnte seine AK verlieren, sollte er in Midnight oder Royal reinlaufen. Aber die haben keinen Fokus in Richtung T-Spawn. Ah, zu spät gesehen, aus dem Augenwinkel nur. Und Bus Tracks
Zweiter. Jetzt mit der Ablenkung könnte man mit Slunix die erste AK schnappen. Nur ohne Kevlar, ohne Kit. Natürlich geht's hier in die Exit Frags. Aber der Ausgleich, der wichtige Ausgleich. Damit Megageil sich hier nicht absetzen kann. Taktische Pause. Und die scheint bitter nötig. Auf beiden Seiten. Denn wieder haben wir hier einen starken Start gehabt von Megageil. Wie auch in der ersten Halbzeit. Abwechselnd mixen. Megageil mixen. Megageil mixen gegen Ende. Dann wieder Megageil mit 5 aus 6. Und jetzt wieder 4 aus 6 bei Mixen Academy. Wir haben die AWP bei Defra. Wir haben nur Rifles bei Megageil. Pause ist vorbei. Beide Seiten haben ihre Planung. Gehen auf und zu an Default-Aufbau. Dustin am Straven, währenddessen Deathrun früh B abaimt und da steht Slunix mit der M4. Hat aber erstmal keine Granate reingeworfen. Bleibt erstmal dadurch so ein bisschen vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bustrax mit dem ersten Peak in Richtung CT, sieht hinten den ersten Mann springen. Na, hofft auf den Headshot im Sprung. Aber da liegt er leider falsch. Man bleibt B aufgebaut. Slunix, Royal. Und die bewegen sich keinen Meter. Die Jungs von Mixen Academy. So, Death Run for B. DLMN hält den Underpass. Sia, Bustrax. Oh, und wenn sie jetzt mit den Granaten, die sie in der Hand halten, Richtung A faken und beide B-Spieler rüberziehen können. Natürlich, sie brauchen einen Entry. Sie brauchen den ersten Entry. Und da geht's nicht zur Sache. Denn Slunix und Royal schnappen sich Death Run. Die AWP ist raus. Vielleicht ein bisschen zu früh in dem Fake. Bustrax. So, Underpass für der Rest. Schiebt schon mal Richtung B-Spot. Der Fake geht nicht auf. Es ist die Unterzahl auf dem B-Spot. Generell 2 gegen 4. Sieger zum ersten, nicht zum zweiten. Und Bustrax aus dem A-Spot mit 12 Sekunden. Die Zeit ist um. Und ihr hört's. Megageil. Sehr euphorisch, dass man hier die 13. Runde holen konnte. Entsprechend nicht weiter die Runden abgibt am Mixen Academy. Und auch da wird das hart ersparte Geld direkt wieder investiert, um hier eine 14. Runde zu verhindern. Mitte Astrid. Oh, über den Connector. Und da ist Dustin mit Niso. Sie doppeln das Ganze. Oh, BLMN schaut nicht nach links in die Ecke. Dustin mit dem ersten Erfolg. Und es ist zum Glück nur die Pistole, die raus ist. Stephen. Oh, Molotov und Flash hinterher. Vier Mann A-Holz. Vier Mann auf dem A-Spot. Man rechnet nur noch mit dem A-Spot. B ist nichts. Gar nichts. Mit da oben vielleicht, aber das zählt nicht zum B-Spot. Bustrax hier mit zwei schönen Entries. Slunix muss schieben, das in dem Connector. Dann in Underwood, aber auch er bekommt ordentlich ein mit, wenn das denn rausfällt. Das ist ein 2 gegen 4 und das wird knapp auszuspielen. Sie haben einen Molotov, eine Flash, zwei Kits. Nur eben nur noch insgesamt 150 Half Points gegen 4 Mann und das ist nicht mehr ausspielbar. Defrin, Connector ist frei. Hört die Steps in Richtung Kitchen.
Und wenn er die Waffen rausnehmen kann. Oh, dann haben wir die Pistol Eco Round bei Mega Geil. Slunix auf 30. Miso auf 50. Im Jungle. Schön gebaitet. Man muss nur die Waffen durchbringen. Links, isoliert, links, rechts, gedoppelt. Und ja, wir pinnen nicht direkt. Schade. Wäre ein bisschen Geld gewesen, was sie hätten rausnehmen können. Was vielleicht ein paar Probleme gemacht hätte bei Mixen Academy. Volles Risiko. Auf seitens. Mega geil. Defren. Oben in Apps, im Palace, nimmt sich der ganze Ohren-Connector wieder nie so mit einer AK, die er durchbringen konnte. Und Dustin gegen Defren. Oh, der Headshot sieht's. Das gibt's doch nicht. Den muss er nie so. Auch hier mit der AK keine Chance. Jetzt sind die Scout, die Pistole und die M4S von Royal. Und das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus für Mega Geil. Midnight. Royal alleingelassen. Oh, die Arc-Headshots fliegen nur so. Brennt ein bisschen an. 33 KP. Am Ende ist es Defren mit der Orb. Und jetzt haben sie den Salat. Sie liegen hinten. Mit einer Runde. Eine Runde noch. Und die 15 ist voll. Und das wäre die sichere Overtime für Mixen Academy. Und sie gehen in die Speierrunde rein. Sie kaufen gar nichts. Sie gehen auf das Risiko Overtime. Steps. Oh, lässt sie rauslaufen, damit wir ihn bessern können. Aber es begann. Vielleicht ja die Diegel von Slunix, die 5-7 von Miso. Bislang ein bisschen schade. Bustrax gedoppelt. Ja, im CT brennt erstmal zum Glück nicht an, aber da stehen Slunix und Miso. Wenn nur einen von diesen vielen Deagle-Shots trifft, ist es dann 2 gegen 2. Slunix, Miso, aber ohne Kit. Die Zeit rennt ihnen davon. CT ist noch hinten, die AWP. Miso ist bekannt. Sie können sie ganz einfach abnehmen. Versuchen sogar durch die Wand zu pre-firen. Miso muss raus. Und den doppeln sie. Zwei Matchpoints. Es geht um den Einzug ins große Finale der GSH 2018-2. Wieder 5-Mann-Aufbau für den A-Spot. Und das decken sie mit 4 Mann. Und sie haben die Steps gehört, sie wissen Bescheid. Die haben es vielleicht ein bisschen verkalkuliert, dachten, hey, sie haben gerade nur Pistols gehabt. Es könnten also vielleicht wieder nur Pistols sein, die im Umlauf sind. Aber dann haben sie falsch gelegen. Wunderschön das Ganze falsch. Haben eben Mix eine Kette Meta gegeben. Auch wenn es links auf 30 ist, ist es ein 3 gegen 2 Überzahl. Defren. Oh, schaut richtig in den Connect, aber gerade so kann er sich wegziehen. CT kommt raus, Info haben sie, Bustrax muss traden. Und dann kommt Miso von der Ticketbox aus. Aber sie haben Geld, sie haben wahnsinnig viel auf der Bank. 10.000, 13.000, 8.000. Letzte reguläre Spielrunde. Oh, und sie predikten das, da es eben auf dem A-Spot kein Erfolg, ja, dass es vielleicht jetzt schnell Richtung B geht. BLMN. Oh, das kommt. Das wäre es gewesen. Sie gehen das Ganze erstmal langsam. Natürlich etwas schneller Richtung B mit einer ersten Flash Richtung Short, dass der Defren erfolgreich Richtung Connector pieken kann. Und sie merken jetzt auch, auf B kommt erstmal nicht so schnell nach vorne. Somit löst man den Stack teilweise auf. Man lässt schon mal Niso hinten defensiv in Richtung Jungle schieben. Sia, BLMN, langsam Richtung Connector. Crossbones liegen. Stairs, Connector. Dürfte Midnight mitbekommen haben. Genauso wie hinten Niso auch. Man bleibt aber auf dem B-Spot. Oh, das kann gefährlich werden. Royal.
keine Chance gegen die AK. Gegen die AWP, Entschuldigung. Slunix, das den Defensiv. Die dürfen sich auch nicht zeigen. Die dürfen nicht riskieren, noch eine Unterzahl zu verdeutlichen. Slunix springt. Ja, hat, glaube ich, kurz Ambush gespottet. Bekommt zum Glück nur den Anschuss. Und auf A sind sie ja. Bastrix schon raus. Hey, keine Gegenwehr. Gar nichts. Lass doch bitte einfach sicher die Bombe Richtung A bringen. Niso, Midnight. Oh, Deathram mit der AWP hält nur das Window. Zeigt sich nicht offensiv. Im CT-Spawn ebenfalls keine Aggression. Da schaut sie hier mal kurz auf den Vorbau bekommt einen richtig krassen Headshot hin. Huiuiui, und das scheint es gewesen zu sein. 5 gegen 2 Überzahl, Niso, Dustin. CT-Spawn, Kitchen. Hinten immer noch Deathram mit der AWP. Und da kommen sie nicht rein. Sie haben Kits, sie haben Granaten. Aber nicht, wenn sie einfach so easy abgehängt werden. 1 gegen 5. Niso hat eine Smoke, hat Flashes. Oh, verrät sich. Und am Ende war es das. Good game, well played. Mixen Academy gewinnt 16-14 gegen Mega Geil auf Mirage.